Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ich bin hier kurz vor dem Durchdrehen, das ist jetzt mein nächster Versuch. Sobald es hier warm ist oder irgendwas, gehen alle kleinen Gartengerätschaften an, die es draußen gibt, die Lärm machen. Ich habe jetzt alle Fenster zu, man hört es trotzdem, also ich höre es. Ich hoffe, ihr hört es nicht so doll, weil es ist echt sehr nervend, so ein beständiges im Ohr zu haben. Aber es nützt ja nichts, ich muss es ja machen oder ich will es ja auch machen. Ja, wie immer am Anfang, danke für eure Likes und Dislikes und für jeden Kommentar, der wertschätzend ist, und für eure Spenden, eure lieben Nachrichten. Bei mir gibt es nichts großartig Neues, es plätschert alles vor sich hin. Und jetzt schauen wir mal, was die neue Woche bringt für das Kollektiv. Am Ende könnt ihr noch eine kleine Botschaft auswählen. Und am Sonntag habe ich die Sternzeichen gemacht für den August. Allerdings alle in einem Video. Die Zeitstempel sind unten drin. Ich muss mal ausprobieren, wie ich das besser mache, dass ich meinen Kanaldurchschnitt nicht jedes Mal mit den Sternzeichen sozusagen versaue, weil da schlägt dann der Algorithmus zu. Deshalb versuche ich es jetzt mal alles in einem Video. Und wir schauen, bis die erste Karte fällt. Was darf ich weitergeben? Ja, brauchen wir nicht groß sprechen. Das Kreuz. Ein schicksalshafter Konflikt, etwas Herausforderndes kann hier sein. Das haben wir hier jetzt mit dem Gegenüber. Für alle, die keins haben, möglicherweise auch mit dem Thema Gegenüber oder mit der Kraft, die er schafft. Ja, was ich hier habe, sind berufliche Themen. Das zieht sich auch schon eine Weile durch die großen Blätter durch, auch in den privaten Buchungen. Viele haben da gerade ihre Themen mit. Ich kann mich da nur wiederholen. Die Berufskarte liegt hier im Haus des Sarges drin und sie spiegelt mit dem Kreuz. Hier geht es um die Berufung, um das an den Themen, man arbeitet. Es geht vielleicht auch um Vertragswechsel, weil man irgendwo einen Konflikt hat. Es kann ja auch mit einem Vorgesetzten sein, mit einem Mobbingfaktor oder mit irgendjemandem, der Konkurrenz darstellt. Es ist halt zugleich auch eine Energie, die sehr schnell eine Verstrickung löst und die sehr schnell einen anderen Weg mitbringt. Wir haben hier das Wissen, das wir brauchen. Wir sind relativ kurze Momente der Klarheit, ne? Also man kriegt in schneller, kurzer Zeit Klarheit, nennen wir es so. Ich habe eine große genesende Energie hier, ja. Und zwar geht es um alles, was verletzt ist, um alles, was Konflikt mitbringt, um alles, was man verloren hat oder auch um mühsame Dinge, die man in die Wiege gelegt, gekriegt hat, im weitesten Sinne. Ne? Hier hat man so dieses stabilisierende Element. Aber ich habe die Befürchtung, es kommt einem sehr viel an die Ohren. Hier ist ein Ausplaudern des Geheimnisses, etwas, was ausgesprochen wird. Hier sind schnelle Wechsel, hier sind so Sachen, die überraschend für Klarheit sorgen. Nichtsdestotrotz, wir haben
den Schlüssel im Haus der Sterne darunter. Wir haben das Haus daneben, den Klee, die Blumen. Die Blumen legen sich hier sogar ins Haus der Neubeginne rein. Also das, was hier erarbeitet wird oder als schwierig wahrgenommen wird oder auch ein bisschen am Fundament ruckelt, ermöglicht hier einen überraschend guten Neubeginn. Es kann hier auch ein schneller Wechsel sein, der in eine andere Richtung führt, auf mehreren Bereichen. Es kann etwas sein, an das man auch im Moment nicht glaubt, weil man es noch nicht weiß. Ja? Das eröffnet sich hier erst noch. Also es ist kein Szenario, was schon auf Stein gemeißelt ist, sondern es eröffnet sich ein Wissen, damit kommt etwas in Fahrt. Im weitesten Sinne kann es hier auch um, helft mir, um häusliche Dinge gehen, Mietverträge, vielleicht auch von Eltern, wenn ihr da was auflösen müsst oder helfen müsst oder unterschreiben müsst oder alles Vertragliche, Verbindliche unterstützen. Es kann tatsächlich sein, hier liegt der Hausschlüssel daneben, ne, dass viele vielleicht einen Umzug planen, sich ein schnelles Angebot ankündigt, wo man eigentlich gar nicht gedacht hätte, ich möchte umziehen, sondern wo sich einfach etwas anbietet, das sehr günstig ist, wo man, ja, ich sage mal, vielleicht auch schnell Zweifel ausräumen muss. Aber das liegt hier sehr schön. Es ist etwas, an das wir nicht geglaubt haben oder nicht richtig glauben können, dass uns das passiert. Wir selber liegen im Haus der Störche drin. Es kann hier für manche auch sein, dass sie mit Familienthemen hier mütterlicherseits konfrontiert werden oder auch mit Verlusten aus der Vergangenheit, die aus diesem Bereich kommen. Es kann ja auch um die Räumlichkeiten oder Häuser oder Wohnungen von Familienmitgliedern gehen. Ich habe, dass wir auf die längere Zeit hier mit etwas Frieden schließen. Ja? Das kann ein Familienthema sein, weil es hier sehr präsent liegt. Das kann die Vergangenheit deines Gegenüber sein oder die Verlustthemen von einem Gegenüber. Und ich habe tatsächlich irgendwie, dass es eine Wende gibt, bei der man vielleicht zuerst mal angepiekt wird, aber dann doch genesende Energie durchgeht. Wenn ihr mit den Ämtern oder Behörden irgendwas habt, ne, etwas, was auch lange Zeit gedauert hat oder was, wo sich ewig nichts bewegt hat, dann kann es hier sein, dass ihr sehr schnell, sehr überraschend eine Wende kriegt, eine Zusage, ein Element, das euch dann wieder in Fahrt bringt, wo vorher dieser Wartestatus war. Ja, mal auch für die Selbstständigen. Hier liegt der Turm im Haus der Wege drin. Neue Möglichkeiten, Arbeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Hier auch vielleicht überraschende Ergebnisse, die sich einstellen. Auftraggeber, all sowas. Möglicherweise sagt hier auch jemand etwas ab und daraus entsteht etwas Gutes. Wir haben die Stabilität, das Wachstum, hier ist die Sonne drauf. Und diese Sachen, die hier... Vielleicht wird auf eine Entscheidung gewartet, ein Befund, eine Zusage, so irgendetwas. Da habe ich hier tatsächlich auch zwei Bereiche, die sein können, unter anderem diesen Bereich der Vitalität mit dabei. Also das sind dann so die Rententräger, die Krankenkassen, sowas alles, ne? Im Haus der Ringe liegen die Sterne drin. Das heißt, alles, was hier nach Unklarheit und Verstrickung oder nach unguten Kreisläufen aussieht oder nach Hamsterrad, kann man hier eine stabile Lösung finden. Einen guten Weg wählen.
und wahnsinnig große Blockaden beenden, die mit dem Thema eigene Größe, treue Loyalität und Freundschaft, Partnerschaft, also schon auch was hier in den Bereich Beziehungen reinspielt. Ja, wo man denkt, immer wieder, wenn ich mich in Fahrt setze, kommt ein neuer Konflikt. Immer wieder, wenn ich mein Bötchen in die richtige Richtung oder in den Flow lenken will, dann kriege ich wieder einen Brocken zwischen die Beine. Ist ja viel Umbruchsenergie und Wege, die Familien betreffen, Familienmitglieder auch. Es können die eigenen Kinder sein oder die Partner, die Eltern, die Großeltern, der engste Kreis eben. Ich habe nichtsdestotrotz, dass wir überraschende Wege kriegen. Es sind Dinge, die mit denen rechnen wir nicht. Die auch, ja, ich sag mal, rasche Lösungen bieten. Unter anderem kann es aber sein, dass man tatsächlich Schnitte macht. Dass man vielleicht auch eine Entscheidung gar nicht mehr fällen braucht, weil sich das durch die Umstrukturierung des Schicksals so ergibt, ja. Für viele von uns geht hier ein neues Kapitel in den Themen der Herzensangelegenheiten auf, der Liebe. Für alle, die da undurchsichtige Sachen haben, die verstehen irgendwie was. Es kann auch sein, wirklich ist, man kriegt irgendwas an die Ohren, was man nicht hören wollte, und daraus entsteht dann ein Schritt. Oder etwas, was wir auch nicht erwartet haben, ne? Hier haben wir schicksalshafte Veränderungen. Hier oben ist das Schicksal die erste Karte. Ich kann es nun auch nicht ändern. Ich kann sie ja nicht rausnehmen aus dem Deck. Es ist, wie es ist. Hier spielt sich sehr viel auf der emotionalen Ebene ab, ne? Man klärt finanzielle Dinge, man klärt Dinge am Haus, auf der Arbeit, auf der Beziehung. Also das ganze Lebensfundament hat hier eine Umstrukturierung irgendwie. Hier sind die guten Nachrichten. Der Brief liegt hier im Haus der Sonne und im Haus des Briefes liegen die Wege drin. Also ich rechne damit, dass uns etwas zu Ohren kommt oder dass wir etwas kommunizieren selber, das dann wieder sehr richtungsweisend ist. Die Finanzen, die liegen hier einsteils mit dem Erfolg, einsteils aber auch mit ein bisschen so, dass man die Energie nicht richtig greifen kann. Wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann braucht man auch hier genügend Infos oder aber einen Ratgeber irgendwie, kann auch jemand von einem Amt einer Behörde sein. An sich liegt das Geld im Haus der Arbeit drin. Das heißt, wir tun was für unser Geld, wir erarbeiten uns was. Es können auch die Ämter der Arbeit sein, die da gemeint sind. Trotz allem habe ich das Gefühl, es geht noch ein bisschen tiefer. Hier geht es an eine Lebensblockade, die wir haben. Die sieht bei jedem anders aus. Aber wir können hier einen Wandel vornehmen, der liegt sehr doll auf der emotionalen Ebene. Der drückt uns, der hindert uns, auch unseren Weg zu gehen. Und genau das befreit sich hier und möchte ein stabiles Fundament. Es kann sogar sein, dass man da alles, was man mal gelernt hat, Glaubenssätze und so weiter, dass man das über Bord wirft, weil eine krasse Einsicht da ist, ja. Falls irgendjemand hier eine Prüfung vor sich hat oder etwas, so sieht es sehr gut aus, zu schaffen. Der ein oder andere nimmt vielleicht auch Geld in die Hand, um einen Kurs zu machen, etwas zu lernen, zu studieren, Fortbildungen zu besuchen. Ja, und hier haben wir die gefrorene Tundra.
geht es um etwas, wo wir mal die Stille aufsuchen, wo etwas auch so wie eingefroren ist. Wir haben ja die Hindernisse, die wir bewerkstelligen können in unserem Haus, mit dem Wissen zusammen, das wir brauchen. Und ich bin gespannt, was die Karte uns hier mit auf den Weg gibt. Hier geht es tatsächlich ums Entschleunigen. Hier ist sehr viel los, hier sind schnelle Wegänderungen, überraschende Dinge, die passieren. Das Schicksal spielt uns auch hier wieder mal in die Karten rein. Das heißt, wir kommen nicht umhin. Und diese Karte sagt einfach, wenn es viel wird oder ja, wenn so viele Zyklen oder Themen hier angesprochen werden, dann mach nicht gleich, komme in Bewegung. Manchmal sind die Blockaden ja auch wichtig, weil sie dann sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt oder so. Aber hier heißt es tatsächlich für die Woche entschleunigen, egal von was, ob du jetzt ein Projekt beginnst, ob es eine Begebenheit ist, wenigstens ein paar Augenblicke raus aus der Situation, in sich gehen, der inneren Stimme lauschen. Hier unten ist ja auch das Seelenleben angesprochen, ne? Und hier ist Timing einfach sehr wichtig. Hier ist nicht das, wenn das Schnelle kommt, dass wir dann drauf zugehen und einfach zugreifen, sondern dass, wenn es Weggabelungen gibt, dass wir uns erstmal einen Schritt rausnehmen und in dieser Zeit einfach beginnen, mal zu gucken, was muss ich um mich klären, was muss ich instand setzen, wo muss ich noch was durchdenken, wo muss ich Brücken schlagen. Auch an alle, die jetzt denken, mein Leben ist so gerade so trostlos oder öde, haltet durch. Denn wie die Zugvögel im Sommer neues Leben in der Tundra-Landschaft vorfinden, werden auch wir im Tauwetter des Lebens zu neuem Wachstum erwachen. Das sieht man ja hier auch ganz gut, ne? Manche Blockaden oder Hindernisse, die sind ganz gut, weil man gezwungen ist, mal einen Schritt aus der Situation zu gehen, anstatt sich zu drehen. Ja? Schauen wir, welches Kraft hier noch mitkommt. Für die Singles habe ich hier jemanden, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist von euch oder sich distanziert hat oder auch in einer Beziehung lebt, wo ihr auch hier Auflösungsenergie habt, Klärung oder wie nennt sich das? Ihr könnt Frieden mit etwas schließen, was dieses Thema anbelangt. Manchmal fragt man sich ja auch, es geht ja auch um Bindungen, Beziehungen, warum kann ich nichts Näheres haben oder warum komme ich da nicht richtig dran? Und hier ist ein Konflikt, der sich zeigt, der hat sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Wie passend, ne? Hier haben wir die Stille und dieses mal raus aus der Situation. Und hier kommt mit dem Pelikan das Thema Auferstehung. Hier beginnt eine neue Reise. Ein alter Zyklus geht zu Ende, das sieht man ja hier. Etwas, was auch schon festgefahren war oder lange angedauert hat. Hier baut sich so wie ein neuer Kraftzirkel auch auf. Ne? Und man überschreitet praktisch eine Schwelle im Leben. Beispielsweise wäre das, ein Kind wird erwachsen, eine Frau wird Mutter, ein Arbeiter wird eine Führungsperson, sowas alles. Ne? Und der Pelikan ist eigentlich ein Glückssymbol für einen guten Übergang. Man kann hier vertrauen, dass auch Führung da ist, von oben. Die Aussage hier ist auch, egal was sich jetzt hier dreht oder bewegt, wir brauchen keine Sorgen haben, denn in der nächsten Zeit, hier hatten wir ja hier diese genesende Energie für uns, werden wir wie genährt oder auch wieder aufgeweckt und die Schritte, die wir gehen sollen, werden uns klar.
Hier ist ein alter Zyklus unwiederbringlich zu Ende, ein ganz neuer beginnt. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Hier warten neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Und wir dürfen uns vom Strom des Lebens und dem ewigen Wandel wiederbeleben lassen. Die Anbindung ist auch sehr hoch hier. Hier ist sehr viel Neues. Wir dürfen uns auf einen Segenstrom einlassen. Und der Pelikan sagt auch, das Glück ist auf der Seite. Manchmal ist man ja auch so wie eingefroren in die Umstände, ne? Und man denkt, oh je, da komme ich nie raus oder so. Aber hier ist genau dieser Wechsel zu sehen. Puh, ihr Lieben, wir schauen noch in die kleinen Botschaften. Denkt an den Sonntag, an die Sternzeichenlegungen. Alle in einem Video. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich drücke euch bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Schauen wir in die kleinen Zusatzbotschaften rein. Was sind Impulse für die Woche für uns? Die Vögel nehmen wir dann wie immer später. Die Glücksimpulse habt ihr euch gewünscht, sollen öfters dabei sein. So, dann wählt eine Seite. Ich nehme noch eine Tarotkarte dazu, aber die darf ich nicht in die Kamera halten. Deshalb müsst ihr mir da vertrauen. Die lasse ich dann springen, wenn die Stapel dran sind. Ja, was nehmen wir denn, Leute? Ich kann mich schlecht entscheiden. Mein erster Gedanke war rechts, dann wieder links. Ich bleibe mal bei rechts. Der Apfelbaum. Du wirst versorgt mit allem, was du brauchst. Empfange in Dankbarkeit und mach es wie der Apfelbaum. Der bringt immer wieder frische Früchte hervor. Hier dürfen wir natürlich auch die Zyklen bedenken des Jahres, die Jahreszeiten. Die Fülle auch. Wir haben das Thema Verbindungen. Also sehr ähnlich wie im großen Blatt, ne? Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen und baue inspirierende Kontakte auf. Hier ist ein Geschenk auf dem Weg zu uns. Wir machen uns vielleicht zu viele Gedanken und dürfen uns ein bisschen aus der Komfortzone wagen. Und guckt mal, hier geht ein Lichtlein auf, es gibt für alles eine Lösung. Kann ja auch sein, dass man tatsächlich einen Menschen geschickt kriegt, ne? Der mit uns auf die Dauer irgendetwas, ja, ich sag mal, auf die Erde bringt, das Früchte trägt. Die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Hier unten ist es so, dass vielleicht vieles unseren Geist betrübt, dass wir Dinge negativ sehen, dass wir uns irgendwie im Nebel stehen fühlen. Hier geht uns ja das Licht auf, ne? Und
dass wir Infos brauchen, an die wir benötigen, um dass wir weiterkommen. Hier ist irgendwie die Sicht versperrt und es kann ja auch sein, dass wir zu eingesessen auf etwas sitzen und deshalb das nicht sehen. Ne? Die innere Einstellung ist hier auch sehr wichtig. Und wie kann ich im Prinzip eine Lösung finden, die mich vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone lockt. Ne? Hier geht es ja darum, dass ein Kreislauf auch nicht mehr funktioniert. Und jetzt steht man dann da und überlegt, ne? Wie geht es jetzt weiter, wie mache ich das, kriege ich das alleine hin? Ja, und hier zeigen sich eben Verbindungen auch, die wie ein Geschenk sind. Von den Tarotkarten habe ich für uns tatsächlich die 10 der Münzen gezogen. Das ist eigentlich Erfüllung, ne? Hier geht es um die Familie, auch um das Versorgtsein und den Besitz, ne? Das Leben möchte einen belohnen. Hier ist familiäres Glück, materielles Glück. Man ist so gereift in der Zeit. Man hat Zeit, sich auch um die Dinge zu bemühen. Man denkt hier zu negativ einfach. Und wir dürfen hier alles Gute annehmen, was wir geboten kriegen. Das Leben möchte uns diese Süße zeigen, ne? Und nicht den sauren Apfel. Okay, gucken wir auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Das Eisenkraut. Guckt mal, hier steht drauf, Seelenwünsche erfüllen sich und ihr habt, lebe deinen Traum. Ne? Beginne etwas anzuvisualisieren, was du wieder umsetzen möchtest. Vielleicht hast du auch keine Träume mehr, aber hier möchte sich was zeigen. Hier kommt wieder eine Vision auf, was im Leben man noch umsetzen will. Eine positive Nachricht ist auf dem Weg. Eine Veränderung, der lange Weg. Und auch hier habt ihr Seelen, die zusammengehören, finden sich. Also hier kommen tatsächlich Menschen auch ins Leben, die sehr bereichernd sind. Auch das haben wir schon eine Weile, ne? Das, was ihr hier anvisiert oder wo ihr Träume umsetzen wollt, das haben wir hier schon in Fahrt, ne? Hier kommt eine Veränderung. Es kann Arbeit, Wohnung, Partnerschaft, alles betreffen. Es ist wie eine Erneuerung. Man richtet das Leben neu aus. Man darf sich hinterfragen, wie ist meine Einstellung zu Veränderungen? Ein bisschen anpassungsfähig darf man da auch sein. Denn was sich hier anbahnt, das ist für einen längeren Zeitraum dann auch umsetzbar. Hier hat man so vielleicht auch dieses Gefühl von Langeweile oder andauernd Verzögerung, ne? Und wie gesagt, hier entsteht ein Weg, der für die Zukunft sehr lange was mitbringt, der jetzt vielleicht einen längeren Atem benötigt, aber nachher wird er gute Ergebnisse bringen. Einen Traum umsetzen oder Seelenwünsche erfüllen, die längere Zeit dienlich sind. Ihr habt hier den Eichelhäher. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle und gestalte dein Leben nach dir. Hier bahnst du dir vielleicht auch deinen eigenen Weg und stehe zu deinen Bedürfnissen und finde in die Freude zurück. Von den Tarotkarten habe ich für euch die Königin der Schwerter. Die ist stark, ne? Die Königin der Schwerter, die ist stark, die ist ambitioniert, die ist direkt, die sagt auch die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm ist. Aber hier ist auch Unterstützung, ne? Oder es kann auch eine Eigenschaft von dir sein. Sie erinnert dich einfach auch daran,
dass du stärker und resilienter bist, als du vielleicht jetzt im Moment denkst. Und es geht um Prioritäten, das sagt auch diese Karte schon, ne? Was ist wichtig für dich? Was möchtest du anfokussieren? Was macht dich glücklich? Wo im Leben möchtest du stehen? Es geht im Prinzip um deine Selbstentfaltung. Sehr spannend, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis Sonntag.